Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, wir haben ja im letzten Mal, ich glaube, unseren Turm fertig gemacht und alles. Und unsere Soldaten haben wir losgeschickt. Unsere Soldaten sind aufgebrochen. Steht die Entfernung weit entfernt. Schwierigkeit gerade einfach. Mein Herr, zwischen dem Reich und unseren bösen Nachbarn brodelt es. Ich persönlich weiß nicht, worum es geht, aber der König bittet euch um Hilfe. Natürlich werdet ihr eure Kriegsanstrengungen belohnt. Der Weg in die Zukunft könnte mit Unsicherheiten behaftet sein. Also seid besser vorbereitet. Ich habe aktuell keine Soldaten da. Bedeutet, ich muss leider sagen, lasst mich drüber nachdenken. Die sind halt alle gerade weg. Unsere Taverne wird auch fertig gebaut und da hinten steht unser Plan für die Kirche, die wir eigentlich hier noch auf der Liste stehen haben. Das ist die Frage, was machen wir diese Folge? ja. Man müsste mal schauen, was jetzt genau hier abgeht. Baut da noch einer irgendwie? Also schauen wir mal, was hier alles verbraten wird. Ordentlich an Sachen auf jeden Fall. Es wäre eben mal schlau, wenn wir Werkzeuge selber herstellen könnten. Dafür müssen wir aber mindestens zum Eisen kommen. Vorteil wäre, wir können jetzt ein Bier produzieren. Und alles drum und dran. Andere Frage. Andere Frage. Können wir uns nicht leisten, weil wir keinen Einfluss haben. Und keine Einflusspunkte für das Königreich. Das ist natürlich scheiße. Aber es kommt wahrscheinlich dann mit der Zeit, würde ich sagen. Ich denke mal, wir tun jetzt einfach hier erweitern. Müssen wir so oder so. Also vielleicht fürs Erste auch dann hier direkt alles mal fertig machen. Von den zwei Verbleibenden haben sich null entschieden, euch anzuschließen. Warum sind wir bei 90%? Wegen den Häusern oder weil schon wieder was fehlt? Kleidung ist ordentlich, da Milch ist halt Vollverbrauch. Bären strugglen wir so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also das könnte man damit dann hier auch noch gleich hinzufügen. Das ist alles gerade noch ein bisschen nicht perfekt, würde ich mal sagen. Aber es läuft ganz gut. Kleidung, 6, 22, 19, 18. Vielleicht sollten wir bei der Kleidung nochmal nachschieben. Müssen wir mal schauen, was aktuell auf Lager ist. Aktuell Stoff auf Lager. Habe ich nicht eh eine zweite Produktion auch irgendwo angestrebt? Auftrag fehlgeschlagen. In Königreich, eure Soldaten wurden besiegt. Es wird um eine Audienz gebeten. Das ist schon mal, ne, super. Können wir nicht das hier? 5 Brot liefern, das kriegen wir easy hin. Und wir können endlich das machen. Jagdhütte. Perfekt! So wollte ich das, weil die Jagdhütte brauchen wir für unsere Taverne. Jetzt bin ich gerade kurz überfordert. Hier können wir keinen mehr einstellen. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Stoff auf Lager als Kleidung. Frage ist, was, wenn ich jetzt noch einen Stoffproduzenten baue? Wäre, glaube ich, gar nicht so doof. Alter, jetzt ist es schon eine Scrollleiste. Jagdhütte braucht sicherlich auch Wald. Also würde ich euch einfach da dazustellen. Dann sollte er da jagen gehen. Und was wir jetzt auch brauchen, wäre einen weiteren Schneider. So, dann stellen wir hier hin. Sollte ja auch gut gehen. Hei, hei, hei. Ich sag's euch. Alles nicht so wie erhofft. Aber es wird schon. Ich bin am Aufnehmen. Kann ich das nach der einen Aufnahme machen?
okay, Leute, jetzt hat ganz kurz Unterbrechung gewesen, aber machen wir kurz weiter. Hier wurde gerade was gefragt. Ich sollte echt mal so ein Aufnahmeschild, so kennt ihr dieses On Record oder wie heißt das, Live-Schild? Sollten wir vielleicht an die Tür kleben und dann immer anmachen, wenn ich aufnehme. Dann werde ich nicht gestört. Ah, so. Da bauen wir gerade. Was braucht der eigentlich alles? Der braucht auch nicht viel, aber das Problem ist halt, dass uns das alles Baustoffe kostet, ne? Also gut, wenn wir Wildschwein auf Lager hätten. Was fehlt hier noch? Die ist fertig. Oh. Würde nur noch aufbauen. Das wird interessant. Ich bin gespannt, ob die überhaupt Geld gibt. Also, ich erhoffe mir dadurch, dass wir sozusagen dadurch mehr Einkommen haben, so wie vom Markt her. Dass sozusagen die, die da jetzt drin arbeiten, Essen machen, die Leute da essen gehen und wir dafür Geld kriegen. Weil das wäre wieder positiv für unser Einkommen, was wichtig ist. Weil ansonsten müssen wir noch mehr auf Verkauf gehen. Was natürlich so ein bisschen scheiße wäre. So. Kommt jetzt eigentlich unser Militär zurück oder wie schaut das aus? Ein Händler. Null Soldaten zugewiesen. Das könnte gut heißen, dass unser Heer vernichtet wurde. Durch das bisschen Hackeln. Ups. Das ist natürlich beschissen. So. Hütte fertig. Freier Mitarbeiter zugewiesen. Muss ich dafür ein neues Gebiet machen? Jagdgebiet. Oh. Dann würde ich das hier auch mal als Jagdgebiet festlegen. So, by the way, so, geh mal da jagen oder so. Er kann ja meinetwegen überall jagen. Hauptsache, er kriegt was. Oder gibt es so spezielle Jagdgebiete? Wüsste ich jetzt nichts von. Vor allem, wir haben absolut null natürliche Vegetation eigentlich mehr. Da drüben. Halt noch ein bisschen. Hallo Tiere, seid ihr da? Wuhu. Nee, scheint nicht so. Der Schneider ist auch fertig. Geil. Dann wird hier auch ein Schneider zugewiesen. Und dann schauen wir mal, ob sich sozusagen die Produktion jetzt hier negativ ausschlägt. Oh, ein Wildschwein hat er schon. Cool. Deswegen habe ich den halt hier reingesetzt, weil ich denke, der braucht Wald. Aber Holz im Wald auch am Limit. Oder die sind wir relativ an der Ruhe. Oh, die Taverne ist fertig. Tavernentime. Alter, die schaut schick aus. Schaut euch das Teil mal an. Wenn wir das jetzt noch wegtun alles. Und dann. Wird es ein richtig geiles Thumbnail. So. Jetzt müssen wir einen Koch zuweisen. Den müssen wir aber hier zuweisen gleich. Oder Gebäudeteile. Koch zuweisen. Anthony. Und das hier muss in die Aufenthaltsraumkapazität. Vogtbüro ermöglicht euch einen Gerichtsvollzieher zu benennen. Punkt für Gebäudeteil 7. Verstärkt die Wirkung durch 70% derzeit 0. Bindentheke. Verkauft Ressourcen der Taverne an die Dorfbewohner. Zusätzliche Wartungskosten 12. What? Okay, so ganz gecheckt habe ich es irgendwie nicht. Konnte in seiner zugänglichen... Was? Au, das ist wahrscheinlich hier. Dann tun wir mal Abbau hier festlegen. Reißt es auch noch weg. Da ist noch ein Baum, den kannst du noch wegreißen. Damit, sagen wir mal, habe ich jetzt auch noch nicht gerechnet. Dass das jetzt so schnell weg ist. Oh, zwei haben sich entschlossen, da zu bleiben. Schick, schick. Schick, schick. Oh, wir haben 150 immer noch. Und. Oh. Kirche ist zu klein. Und Kleidung fehlt. Befördung zur bürgerlichen. Alter. Müssen wir diesmal aussetzen, weil irgendwie Kleidung fehlt. Was ich nicht so ganz checke.
Weil wir haben insgesamt 4 und fucking 50 auf Lager. Schaut aktuell nicht echt noch gut aus. Die Kirche ist halt wieder ein Problem. Aber das machen wir ganz easy. Ich mache mir jetzt echt keinen großen Kopf drum, weil wie gesagt, ich will da eigentlich eine andere hinstellen. Und hier weiter jetzt halt links, rechts immer wieder mit so Steinteilen. Eine schöne Kirche baue ich dann, wenn wir wirklich die große Kirche hinbauen. Weil was bringt es sich, wenn ich jetzt eine Kirche anfange zu bauen, die wir eh ein paar Folgen wieder abreißen, weil wir dann unsere Hauptkirche hinstellen, die Riesen, das Riesenteil hier. So. Er hat schon 2 Mahlzeiten erstellt, Schaden. Wartungskosten 94. Was machen wir denn mit dem Aufenthaltsraum? Was bringt sich der? Große Halle. Eure Halle, die Gesandten werden hier untergebracht. Multipliziert den Punkt des Gebäudeteils um 2. Ermöglicht es euch, die Bewohner zu einem höheren Rang zu befördern. Okay. Ja, das tut Kapazität erhöhen, aber für was? Verkauft Ressourcen Typ Taverne an Dorfbewohner. Zusätzlich weiter. Als Verkauf, dann tun wir mal das machen. Barkeeper. Oh, das haben wir nicht. Dann machen wir draußen Aufenthaltsraum. Aber Bier wäre vielleicht keine schlechte Idee, als nächstes anzubauen. Irgendwie. Dann machen wir jetzt mal so, dass wir den Holzfäller direkt nach da setzen und das dann abreißen. Dann müssen die eh eigentlich alle noch mal umziehen. Weil ich würde gerne diesen Wald als erstes niederroden, so schnell wie es geht. So, dann tun wir mal von dem hier. Warte mal. So. Das Erntegebiet abändern. Weil der nimmt eh nicht das ganze Zeug. Tun wir das auf hier ändern. Und hier setze ich jetzt mal den. Alter, wir brauchen noch so viele Lagerplätze eigentlich. Kann man Nahrung lagern? Nee, kann man nicht. Aber man kann Wildschweine lagern. Das ist gut zu wissen. Dorfkirche wurde fertiggestellt. Bedeutet, jetzt sollten die eher wieder vollkommen happy sein. Ja, schaut auch so aus. Perfekt. Mal in die Bauteile reinschauen, Alter. Das ist eine Liste. Milch bauen. Also wir haben Hopfenfarm. Aus Hopfen produziert Hopfen. Die Brauerei stellt aus Weizen und Hopfen her. Bedeutet, wir brauchen mehr Weizen. Gottes Willen, das wird wieder kompliziert hier. Da will ich aber auch keine hinsetzen, obwohl ich kann eigentlich hier ein Hopfenfeld hinsetzen, oder? Wir machen das mal. Abgesandter bittet um Audienz. Was wollt ihr denn schon wieder? Brot? Das machen wir wieder für Schwert, weil... Dann können wir uns wieder was freischalten. Und zwar eine Waffenschmiede. Vielleicht ist es auch schlau, wenn wir unsere Soldaten nicht in der Zukunft ausrüsten mit Waffen oder so. Aber wenn, dann würde ich das alles gerne selbst machen. Wie schaut es eigentlich mit Fischlagerung aus? 0! Das ist ungut. Hat der Markt wenigstens Fisch? 5 Fische auf Lager. 14. Okay, jetzt hat er 14 auf Lager, aber es ist trotzdem recht wenig. Das ist echt wenig. 4 Fisch. Oh, unangenehm. Ah, ist der fertig? Perfekt. Dann goodbye, my friend. Löschen. Und eigentlich müssten die gleich sagen, hey, guck mal, da ist ein freier Holzfällerplatz. Wo steckst denn du fest? Alles gut, wollte schon sagen. Wo steckst denn du jetzt fest?
Die haben sich die aber auch noch nicht befördert dazu, dass sie da hingehen. Hallo. Dorfbewohner. Ah, einer ist wieder. Die müssen wahrscheinlich erst das nach der. Oh, warte mal, der ist Barkeeper und ich habe ihn rausgeschmissen. Du wirst Hopgrower. Pflanzt Reben. Wie wirst du das mal? Und die Holzfäller werden schon noch ihren Jobplatz finden. Denke ich mal. Vor allem die eine hat es erfunden, also kann es ja nicht so schwer sein. Was dauert denn hier jetzt schon lange? Oh. Claire ist. Charles ist wieder dem Platz zugewiesen. Dann ist es klar, dass es wieder ewig dauert. Meine Herren. Tut doch nicht Charles dauernd diesen Sachen zuweisen. Da, ihr wisst doch, dass der nichts kann. Ich kann keine Unterkunft finden, die für meinen Rang begehrenswert genug ist. Ihr könnt gerne ausbauen. Das ist für mich absolut kein Problem, Leute. Ja, das ist halt das mit dem Holz gerade aktuell. Der ist voll scheiße. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.